Wir haben hier einen brandneuen Panasonic-Fernseher im Test. Das ist das Modell TX55 FXW724. Und der wartet mit einer sehr, sehr kompletten Ausstattung auf. Was das im Detail bedeutet, das zeigen wir jetzt im Video. Der Panasonic TX55 FXW724 hat eine Bildschirmgröße von 140 cm, daher die 55 in der Typenbezeichnung, die steht für 55 Zoll. Ziemlich normal inzwischen für diese Größe ist die Ultra-HD-Auflösung, das heißt, der Bildschirm hier ist sehr, sehr scharf oder hat eine sehr hohe Auflösung mit viermal so vielen Bildpunkten im Vergleich zu bisherigen Full-HD-Geräten. Ist nicht nur sinnvoll bei den wenigen Ultra-HD- oder 4K-Sendern, wie jetzt hier ein Demosender von Satellitenbetreiber Astra, sondern schon bei Full-HD zeigt sich, wenn man sehr dicht vom Fernseher sitzt, dass das Bild einfach sauberer und klarer wirkt, auch wenn jetzt die eigentliche Schärfe dadurch nicht gewinnt. Aber es entfällt eben dieser Fliegengitter-Effekt, den man sonst hat, wenn man sehr nah vom LCD-Fernseher ist. Das heißt, hier bei diesem 1,40 Meter großen Gerät, da genügen schon 2 bis 3 Meter Abstand. Das heißt, solange ich genügend Platz in der Breite habe, passt er auch in ein kleines Wohnzimmer. Damit man in der Vielzahl der Apps und Streaming-Anbieter nicht lange suchen muss, hat das Panasonic recht klug gelöst. Mit einem Druck auf die Home-Taste blendet sich ein kleines Menü ein und zeigt dann die Apps und Dienste, wo ich zum Beispiel einen Account habe. Und das heißt, man bekommt es als Nutzer gleich gefiltert und sieht nicht immer das große App-Chaos, wie jetzt meinetwegen bei Android-Fernsehern. Und in diesem Home-Menü kann man dann weiterblättern und sieht dann zum Beispiel seine Favoritensender. Auch da dann eben das gefiltert, was ich mir selbst aus der Senderliste rausgepickt habe. Die Aufnahmen auf der externen Festplatte sind gegebenenfalls ebenfalls in diesem Menü zu sehen. Und das Ganze lässt sich auch sehr einfach und intuitiv einstellen, sodass man da schnell den Fernseher personalisieren kann. Was man sonst noch wissen muss, die Bildqualität von dem Fernseher ist sehr ordentlich. Ab Werk sind die Farben sehr natürlich, Helligkeit reicht aus. Der Fernseher ist in der Lage, HDR darzustellen, das heißt einen größeren Kontrastumfang und einen größeren Farbumfang. Bei den Farben sieht man das auch einigermaßen. Bei Helligkeit und Kontrast sind die Möglichkeiten des Bildschirms, des LCD-Bildschirms, ein bisschen begrenzt. Da ist der Unterschied zu konventionellen Geräten nicht so riesig groß. Aber wie gesagt, bei den Farben sieht das schon sehr manierlich aus, wie man hier zum Beispiel auch bei dem Testsender von Astra sehen kann. Und im Menü sollte man nur, damit das Bild wirklich so gut ist, wie es der Fernseher auch leisten kann, ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar bei dem Bildmodus ist der Fernseher ab Werk auf Normal eingestellt und wesentlich empfehlenswerter ist die Einstellung True Cinema. Und damit sind die Farben deutlich natürlicher und das Bild wird weniger künstlich. Viel mehr muss man da auch gar nicht machen. Und es gibt noch eine Einstellung weiter unten. Da geht es um die Bewegungen. Da hat der Nutzer die Wahl, ob die Bewegungen unbearbeitet, ein bisschen ruckelig auf dem Bildschirm aussehen oder ob der Fernseher die Bewegungen glätten soll. Da ist nach unserer Sicht die Einstellung Mittel die empfehlenswerteste. Oder man schaltet es aus, das ist Geschmackssache. Das probiert einfach am besten jeder selbst aus. Mehr muss man am Bild eigentlich gar nicht einstellen, weil der Fernseher schon ab Werk gut vorkalibriert ist. Am Ton kann man nicht viel machen, beziehungsweise es bringt einfach nicht viel. Da sind die Möglichkeiten begrenzt. Der Ton ist okay, aber reißt jetzt auch keinen vom Hocker. Was da wiederum ganz raffiniert gelöst ist. Die Füße lassen sich auch hier weiter außen montieren, dass die ganz rechts und links unter dem Bildschirm sind, sodass zum Beispiel ein Soundbar darunter passt und die Füße nicht im Weg sind. Das ist ganz raffiniert gelöst, ein kleines Detail, aber es zeigt, wie viel sich Panasonic bei dem Fernseher gedacht hat.